die Fragen, die uns heute Abend auch begleiten werden. Was zeigt man wie? Sondern es geht auch um die Frage von Selektionsprozessen. Wer entscheidet, welcher Teil eines Bildes beispielsweise hier ein Beispiel gezeigt wird? Wer zeigt, welcher Ausschnitt in welcher retuschierten Form? Es gab ja auch eine durchaus analoge Bildretusche, was da irgendwie passiert ist. Und wir denken immer, dass nur das digitale Zeitalter uns irgendwelche Möglichkeiten bietet, Bilder zu verändern. Aber dieses Beispiel zeigt, dass schon die leichte Verschiebung des Ausschnittes dazu führen kann, dass sich die Bedeutung eines Bildes grundlegend verändert. Wie gehen Entscheider damit um? Wie sehen sie, was wirklich ist? Und wie können sie mit dieser verwirrenden Vielfalt von Information, Desinformation umgehen? Kann denn die Kunst da eine Antwort geben? Frau Klemm, jetzt haben wir hier verschiedene Bilder von Ihnen. Willy Brandt im Dialog mit dem sowjetischen Staatschef Leonid Brezhnev in Bonn 1973. Erst kam Brezhnev rein mit Willy Brandt und wunderte sich, dass seine Frau als Fotografin ist und hat gesagt, ha, endlich mal eine Frau. Und hat sich in Positur gestellt mit Willy Brandt. Und das war auch das erste Bild, was die Zeitung gedruckt hat, wo beide nebeneinander sozusagen für die Fotografin posiert haben. Und dann haben sie sich gesetzt und haben angefangen zu diskutieren. Und wir saßen sozusagen am Boden vor ihnen. Und ich habe das beobachtet und es war, meistens ist es so, dass bei solchen Ereignissen man nach 2-3 Minuten rausgeschmissen wird. Und irgendwie hatten die uns vergessen. Aber veröffentlicht worden ist dann diese Seite in der FAZ. Also keines dieser Bilder, die wir bisher gesehen haben, wird tatsächlich veröffentlicht. Ja, sondern es war dann die in der Tiefdruckbeilage. Ich musste ja auch immer, oder wir haben versucht, aktuell zu sein, habe ich die ersten Filme einem Motorradkurier gegeben. Und da hat die Redaktion eben dieses Bild von Brezhnev und Brandt rausgesucht. Und dann danach, als ich dann auch schon zurück war, haben wir zusammen dieses Bild ausgesucht für die Tiefdruckbeilage. Hier nochmal ein typisches Arbeitsutensil, ein Kontaktbogen von dem ganzen Geschehen, also die Negative, die kurz ausbelichtet werden in der Dunkelkammer, um daran mit der Lupe dann zu gucken, was ist gut. Und ich habe auch noch mein Detail raus vergrößert von dem Negativ. Und Sie sehen jetzt relativ in der, also weiterstreifen von oben, sehen Sie genau das Bild, das jetzt hier auch an der Wand hängt, das Sie dann irgendwie für das Bild mich entschieden habe, dass das Ereignis, das damals stattfand, am besten interpretiert. Dazu, weil ich finde, also jetzt so als Fotograf auch dieses Bild, was Sie letztlich ausgesucht haben, auch das Stärkste eigentlich so. Und ich frage mich jetzt, nach welchen Gesichtspunkten eigentlich so eine Redaktion ausgesucht hat. Und also fast denke ich mir, natürlich hat man dieses Bild nicht ausgesucht, weil Willy Brandt da so dominant war, was vielleicht für uns irgendwie gut aussieht, aber halt Brezhnev so eher in die Ecke gedrängt, das eigentlich vielleicht ein eher undiplomatisches Foto. Bilder haben natürlich, wie ich sagte, eine politische Funktion. Nehmen wir mal diese Zeit der Auseinandersetzung über die Ostverträge. Da haben wir uns bei Ihnen, Frau Klemm, immer gut aufgehoben gefunden. Es gab natürlich auch von Ihren Kollegen, die haben mit den Bildern gegen die Politik gearbeitet. Die haben sich dann etwas gesucht und hatten auch den Auftrag, etwas zu suchen, was nachteilig ist. Ja, also sie haben die Wirklichkeit nicht verfälscht. Was wir jetzt hier besprechen, ist die Fotografie, die auch eine politische Wirkung hat. Übrigens frage ich mich, was ist eigentlich vor der Zeit der Fotografie mit Bildern geschehen? Die Religionen haben die Bilder benutzt. Es gibt ja Religionen ohne Bilder, eine nicht. Also was hat Luther hat Cranach benutzt, nehme ich mal an. Nicht? Also was hat sich da verändert? Und ich denke, immer hat natürlich die Fotografie auch was mit dem Fotografen zu tun, was für einen Standpunkt er hat und was er zeigt.
will. Das ist natürlich auch eine Auswahl, ist auch klar. Aber ich denke, das ist ganz wichtig. Also es ist jeder, und das ist auch die Sache, jeder von uns 100, die wir da stehen, macht doch ein anderes Bild. Glaube ich, wir müssen uns immer klar machen, wofür Bilder entstehen und wie sie auch zirkulieren. Ich habe versucht, das eingangs so ein bisschen klar zu machen, wenn ein Bild für einen fotojournalistischen Kontext entsteht und in einer Tageszeitung abgedruckt worden ist, ist es ein anderes Bild, das irgendwie für einen künstlerischen Kontext entsteht oder entstanden ist. Meines Studiums habe ich eben auch journalistische Fotografie studiert und habe mich aber davon wegbewegt. Und zwar, ich denke mal, so für mich war die Erkenntnis, dass jedes Bild, was ich da gemacht habe, und ich war vielleicht gar nicht so schlecht unterwegs damit, aber dass jedes Bild eigentlich letztlich nicht die Wirklichkeit oder die Wahrheit zeigt, sondern eine Behauptung ist. So. Und das weiß man als Fotograf, wenn man eben so einen Kontaktbogen hat und man weiß, was ich, und man sucht dieses Bild natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, man sucht dieses Bild aus, ja, wo man denkt, okay, das verdichtet jetzt irgendwie genau das, was da war, aber es ist trotzdem, bleibt eine Behauptung. Was mich getroffen hat in dem Moment war eigentlich, das waren alles eben Filme, die ins Netz gestellt werden, ohne dass jetzt irgendein Reporter die erstellt hätte, ohne dass eine Redaktion dazwischen gewesen wäre, die mir das irgendwie kontextualisiert, die so Firewall spielt zwischen dem, was da ist und mir als Betrachter. Sondern es kommt eigentlich so unkommentiert, werden diese Videos ins Netz gestellt. Und da ist mir eigentlich klar geworden, naja, das ist zwar alles sehr weit weg, aber irgendwie ist es auch da. Ich glaube, dass ich mich da irgendwann mal so versucht habe, eben rauszustehen, indem ich gesagt habe, ich mache diesen Bruch, ja. Also diese Lüge vielleicht, ja, wenn man immer sagt, so eine Digitalmontage, das ist eine Lüge, aus der Werbung kennen Sie es sehr, sehr gut, da wird ganz viel eben gemacht, auch wenn es dann hinterher natürlich aussehen soll. Aber bei mir sieht man den Bruch. Der ist nicht so deutlich wie in der klassischen Fotokollage, ja, also wo wirklich so die Bildteile aufeinander clashen, wo man das irgendwie gleich sieht, also diese moderne Aggressivität. Diese Brüche, die sind vielleicht nicht so deutlich, aber sie sind einfach da, sie sind nachvollziehbar. Ich bin davon überzeugt, dass Bildmanipulation, dass es das schon immer gegeben hat. Ich glaube, dass man immer versucht hat, auch bei der Malerei Dinge zu optimieren, Personen schöner zu machen, als sie ist, und so weiter. Ich glaube zum Beispiel, dann komme ich auch auf Ihre Frage zurück, dass unsere Sehgewohnheiten sich im Moment extrem verändern. Wenn wir Porträts von Personen sehen, und das merke ich auch jetzt in meinem Beruf, dass wenn man mit Fotografen Personen fotografiert für Imagebilder, für Kampagnen, für Anzeigen, vielleicht auch mal für einen Katalog, für einen Geschäftsbericht. Oder für ein Wahlplakat. Oder für ein Wahlplakat, dass wir alleine, dass wir einfach gewohnt sind, dass Personen schöner gemacht werden, dass sie hinterher digital nachbearbeitet werden und dass wir es kaum noch oft aushalten, dass man eben jede Falte sieht. Wenn wir auf diese Bilder gucken, und hier geht es ja um, wie wirklich, wie echt ist das, was wir da sehen, auch bei der redaktionellen Fotografie, das ist ja nie die Wirklichkeit, in der wir da sind, sondern das ist ja immer nur ein Ausschnitt. Das Bild ist schwarz-weiß, uns fehlt der Klang, uns fehlt das Geräusch, uns fehlt die Haptik, die Farbe, uns fehlt vielleicht auch die Erschütterung, die man spürt, wenn man da in Realität drinstecken wird. Der Film gibt uns das vielleicht noch mehr wieder, aber letztendlich ist auch das natürlich etwas, was irgendwie abstrakt bleibt, weil wir nicht das Gefühl und nicht den Geruch und all die anderen Sinne damit bedienen. Also somit ist das auch immer eine Art von Manipulation, auch wenn wir vielleicht sagen, wir gucken auf ein reales Bild. Grundprinzip, nämlich den Picture Maker, der Bilder inszeniert, was sehr in der Richtung künstlerische Fotograf vielleicht hinein sortierbar wäre, jetzt abgesehen vielleicht von Qualitätsfragestellungen. Und das andere Prinzip, nämlich der Picture Taker, der abbildet einfach nur, also sprich journalistische Fotografie, das weiterhin erhalten. Die Leute, die Selfies machen, das sind die Picture Taker. Und die Leute, die auf YouTube sich inszenieren, das sind die Picture Maker, die der Zukunft.
Und ich denke, es wird sehr interessant sein, wie wir uns in 30 Jahren über diese Bildwelt unterhalten. Und es wird sehr spannend sein, was Sie uns dann hier zeigen werden. Es ging, und da sind wir uns, glaube ich, alle drüber einig, um die Frage der Lesbarkeit, der Dekodierbarkeit von Bildern. Mein großer Wunsch wäre, dass wir an den Schulen nicht nur lesen, schreiben und rechnen lernen, sondern es irgendwann vielleicht auch ein Fach gibt, wo man sehen lernen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen, bei meinen Diskutanten. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.